My master. Safe. The scriptures. Sound. All I ever wanted was a life in my mountain. Free from you and your so-called merits. Those high above don't trust me. I understand that. And they send you and those knuckleheads to threaten me. To obey and serve once more. I understand that too. But what I don't understand is... You bastards killing my kind! Mark this. He's not just any monkey. He's a monkey of merit. A monkey was made Buddha once. None other than me can challenge him to a duel. Look, monkey. I don't make a habit of fighting someone I've bested before. Here's my offer. If you lose, I'll take you to the Celestial Court. They will stay and level your mountain. But if I lose, I shall certainly take revenge, and they will level your mountain nonetheless. How tragic would that be, huh? You are one of the court. We don't need to resort to violence. How about you bend the knees, admit the wrongs, and we can put this behind us? All these years, except for that pig, you're the one who talks the tallest tales. Good, I am entertained. Speaking of entertainment, wouldn't it be fun if I pluck your extra eye out for my snack and allow you to keep the other two? Because I'd hate to let you miss how I'll slaughter each mongrel of the court. Those below, those above, and that black mutt of yours. Come at me, all of you. They gave you. Ja, hi, willkommen zum neuen Let's Play Black Myst Wukong. Ich kann von dem Spiel gar nicht so viel sagen, weil ich nicht so richtig viel Ahnung habe, worum es geht, weil es basiert auf chinesischer Mythologie. Ich weiß, ich spiele einen Affen, der hat einen Stock in der Hand und damit kann ich andere verprügeln. Mehr brauche ich auch nicht wissen. So, wir sind auch hier anscheinend in einer Art Tutorial. Ist auch ganz gut, denn kann man mir die Steuerung ein bisschen erklären. So, das Viereck mache ich schon mal einen leichten Anfang. Ach ja, was ich noch sagen kann ist, ich spiele die PS4 gibt es das Spiel nicht, eine PS5-Version meine ich. Ja, hat die Spielepresse ja ein bisschen riesen Wind drum gemacht, weil die keine Testversion davon bekommen haben von Entwicklern. Deswegen konnte man da schon ein bisschen Angst haben, aber erster Eindruck ist eigentlich ganz gut. Also es ist kein Cyberpunk-Release. Hoffentlich. Deswegen hat die Spielepresse ja so einen Wind gemacht, weil das bei Cyberpunk genauso war. Aber mal schauen. Ich mache mir ja immer ein Selbstbild. Von der Spielepresse halte ich zurzeit nicht
viel, weil man hat so den Eindruck, dass Wertungen gekauft werden. Oder, ja. Das war zwar schon immer so, aber zurzeit habe ich ganz stark den Eindruck. Und wenn irgendwie ein Publisher nicht nach der Mütze der Entwickler ist, dann kriegen die gleich schlechte Publicity. The victorious fighting Buddha. Have you any idea how many would give their everything for immortality? Immortality? For that word. All realms and beings have ruined themselves. Aber wirklich so viel Kampf ist, also so wirklich ein Tutorial ist es nicht, also. Also ich habe den Eindruck, dass ich nicht sterben kann, weil ich keine Energieliste irgendwie habe. Es wird ab und zu mal eingeblendet, was man womit macht, aber so wirklich Tutorial ist es noch nicht. Also ich sehe schon, also man macht mit Vierk so einen leichten Angriff und unten rechts ist so eine Liste, die durch Angriffe aufgeladen wird. Und sobald man da genug aufgeladen hat, habe ich eben einen schweren Angriff machen können. Und das wird durch leichte Angriffe aufgeladen. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Das belohnt ein aggressives Kampfsystem. Aber da ich hier nicht sterben kann, weiß ich nicht, wie mutig man immer sein kann. Das werden wir sehen. Es ist ja eigentlich Action-Adventure nur. Es wurde immer sehr als Souls-like angekündigt, aber der Entwickler sagt explizit, nein, das ist kein Souls-like, das ist ein... The Celestial Court welcomed you, foul monkey, yet you remain undone. Normales Action-Adventure. None shall save you now. Dear brother, your edge needs homing. Good. I was in need of a back scratcher. Und den Charakter, den wir spielen, finde ich, was wie das, schon mal sehr cool. Er ist ziemlich arrogant und sehr von sich überzeugt. Okay, spammen wir mal ausweichen. Man kann auch irgendwie nicht blocken, ne? Also, mit L1 kann ich auf jeden Fall nicht blocken. Aber ich habe, glaube ich, einen schweren Angriff wieder ready. Was ist denn, wenn ich R2 drücke? Lähmen, auf Haargenau, fällt fest. Drücken wir mal Lähmen. Oh lol, ich kann den einfrieren. Ah, und das sind alles Fähigkeiten, die Abklingzeit haben. Okay. Was haben wir noch? Auf Haargenau, was ist das? Lol, ich kann Klone von mir machen. Jetzt gibt's auch die Mütze. So, und was? Fällt sie fest? Ah, damit. Ah, das ist quasi blocken dann. Komm, frier mal wieder ein. Bisschen cool, muss ich sagen. Im Trailer hat man auch viele verschiedene Kämpfervariationen gesehen. Also in einem Trailer hat er auch so komische Tentakel, mit denen er kämpft. Aber werden wir alles sehen. Das Spiel soll 80 Bosse haben, ich bin sehr gespannt. Viele Bosse heißt nicht immer gleich, spricht nicht unbedingt für Qualität. Aber hier der Tutorial-Boss, den finde ich schon mal sehr, sehr geil. Uiuiui. Wir haben ihn noch fast. Okay.
Hero who treasured his freedom above all else. Buddhahood he attained, yes, but cumbersome he found the celestial rules, for he yearned to come back and to revel in the simple joys with us. Little did he know, his choice to forgo the life above only fueled their mistrust. This stone has stood for countless days on the mountain. Since my youth, they've said that his remains lie within it. Unbegotten, undying, such is the nature of a stone monkey. Though his body was broken, his spirit endures. Into six relics he turned, and separately they escaped, choosing to stay hidden. Those are the six senses of the great sage. Yet no one has ever seen them, not in centuries. I'm old now. Venture through all the lands, I cannot. Yet among you, there might be one who is destined. One that shall recover all his scattered relics. And upon the return of the relics to Mount Tuaguo, he may yet rise again. Cooles Intro auf jeden Fall. Auch wenn man die Figur aus den
Intro jetzt nicht mehr spielen, weil er tot ist, weil das nur eine Backstory war. Den fand ich eigentlich ganz geil mit seinem arroganten Gehabe. On the golden the toe, life of human or for gold. Nowhere better than a home. Reach death and ever grow. Huh? Yeah, you see. What bliss, my fate shows. Well, well. Luck's around the corner. Seems like he just fell from a fruit tree here. Perfect timing. This peach knew I needed a snack. You sneaky rascal. Damn fool, eh? I'll make sure you regret it. Okay, das ist jetzt ein Tutorial. Weil jetzt werden mir Sachen angezeigt. Viereck, aufeinanderfolgende leichte Angriffe. Das habe ich schon gegen den großen Obermacker da im Intro gemerkt, dass das so geht. Okay, dann sind wir jetzt im Tutorial. Sprinten? Hä? Ja, mit Dreieck macht er einen schweren Angriff und das. Ja, den kann ich immer machen, oder was? Ich dachte, dafür muss ich das da unten aufgeladen haben und dass er das dann macht. Obwohl, der, das da in Intro, der brauchte drei dieser Kugeln. Ich hab nur eine. Naja, wird mir das Spiel hoffentlich erklären. Wenn nicht, learning by doing. Okay, hier teilt es sich auf. Wir gucken mal, was hier in der Höhle ist. Hi. Oh, ihr habt mich gesehen. Aufgeladener schwerer Angriff. Dreieck gedrückt halten, um aufzuladen, um Fokus aufzubauen. Halte schwerer Angriff, um ihn aufzuladen. Aus. Ah, ich kann das aufladen und wenn das voll ist. Dann mache ich wahrscheinlich mehr Aua. Und das da scheint irgendwie ein Wegweiser zu sein. So, geh weg. Und da oben gibt es so eine Art Erfahrungsleiste. Da steht auf jeden Fall immer, wenn ich einen Gegner platt mache, plus bla 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 bla. Winziges Goldstück, ja. Was ich damit anfangen kann, weiß ich noch nicht. Was? Aha. Ist das eine Art Speicherpunkt oder was ist das? Hey, wait! Hi, the keeper of Black Wind Mountain have long been waiting for your arrival. Oh, his spitting image. I'd say. Mm-hmm. Up ahead is Guan Yin Temple. Once it was bustling with worshippers before it was ruined by that fire. Ah. Then the temple was rebuilt. Oh, what good is it to rebuild a temple if the goodwill of men has been burnt to ashes? You've forgotten this place, but they haven't forgotten you. Oh, it's a tough one. Good luck to you. Okay, was Großes anscheinend.
Räucherwerksportalisman. So, was ist das jetzt hier? Räucherwerk darbieten. Rasten reißen, Gabel des Wegbereisers. Das ist mir klar, Reise sofort zu entscheiden, das sind in dem Bereich Räucherwerk. Okay, das ist ein Schnellreisesystem. Was ist das hier? Gabel des Wegbereiters? Vorbestellergeschenk. Ist das... Okay, was ist das? Nehmen wir mal. Gabel des Wegbereiters eingesammelt. Ich habe keine Ahnung, was ich damit mache. Erinnert mich ein bisschen an die Trinkflasche aus Sekiro. Vielleicht ist das ein Heilgegenstand. Keine Ahnung. Aber ja. Hi, Jungs. Was ist das Aufladen? So, ja, wo die nicht aggressiv sind, kann ich ja... Oh, jo, das macht richtig Aua. Wald der Wölfe. Können die mit ihren Schilden verteidigen? Ne, anscheinend nicht. Ja, von den Axttypen halt mal ein bisschen Respekt. Weg. Geistfunke 1. Ist das ein Level-Up? Okay. Hat dann doch vielleicht ein bisschen was von Sekiros. Das... Der Entwickler sagt, er ist kein Zollzeug. Ich muss aufhören, es damit zu vergleichen. Hi. Was willst du von mir? Auch wenn ich unten links ins Hut gucke, da schon Gemeinsamkeiten auffallen. Also, wir haben eine Energieleiste, das Orange unten ist eine Ausdauerleiste. Was ist das Blaue? Was bist du für eine? Bist du lieb oder nicht so lieb? Er haut auf jeden Fall von mir ab. Lag hier noch was? Nee. Nee, ich wollte nicht hauen, ich wollte das aufsammeln. Spiel soll auch sehr, sehr linear sein, das gefällt mir eigentlich, aber es hat hier, wie man sieht, schon so leichte Abzweigungen, wo man Sachen finden kann. Ist halt die Frage, wie nützlich diese Sachen sind. Was ist das da? Das kann ich sammeln. Okay. Oh, das hasse ich, wenn man genau an einem Punkt stehen muss, damit man das aufsammeln kann. Wollt ihr mich verarschen? So. Was haben wir da? Das ist ein wichtiger Gegenstand, okay. Ja. Das Vieh ist doch abgehauen. Muss ich dir nicht hinterher? Anscheinend nicht. Anscheinend sollte ich nur das Ding da aufnehmen. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich hier weiter. Ist das ein Frosch? Auf jeden Fall habe ich verhauen. Es gibt einiges an Loot. Wozu das alles gut ist, weiß ich noch nicht. Hat hoffentlich irgendeinen Sinn. Kann ich mich an den anschleichen? Ne, der merkt das. Das ist der Typ, der abgehauen ist, ne? Lad mal auf und... Ja, der hält ein bisschen mehr aus, so wie es scheint. Aktionen verbrauchen Ausdauer. Wenn dein Ausdauer erschöpft ist, um deine Aktionen auszuführen, begrenzt. Okay. Hey, hey, hey! Au, oh, jo, jo, jo. Gurte benutzen, um Leben wiederherzustellen. Ja, mach das doch! Ah, okay. Ah! Und dann... nimmt diese Anzeige da links ab. Okay, ich habe noch mehr Tränke als einen. Ah,
Ich habe das eben gedrückt. Er macht das nicht unbedingt immer. Aber ich habe die Taste nur leicht angetippt. So. Der war böse. Wie es aussieht, habe ich 5 Tränke. Wenn ich das richtig deute. Nachdem ich jetzt 2 benutzt habe, ich kann mal noch einen nehmen. Ne, 4 sind's. Dann sah das erst nur so aus. Was ist das da? Für eine komische Fackel? Ah, Geisteressenz. Ja, das ist irgendwie die Wert, womit man hier auflevelt. So, von da bin ich ja gekommen. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich habe den verprügelt, schön und gut. Ja, es gibt doch irgendwie, wenn man irgendwo nicht lang kann, unsichtbare Wände. Muss ich da irgendwie hoch zur Brücke? Von hier bin ich doch gekommen. Ja, super. Erster Part und schon verlaufe ich mich. Hm, okay. Entweder habe ich das eben nicht gesehen oder ich war hier doch noch nicht. Aber von hier bin ich auch gekommen. Hier, da ist der andere Kopf. Ah, hi. Hi. Hi, Jungs. Wachen die nur was oder geht's hier dann weiter? Die haben nur was bewacht. Da kann ich auch nicht drauf. Also, ich habe ja diesen dicken Gegner hier gehabt. Also, das muss ja dann hier weitergehen. Die Brücke macht mich halt ein bisschen skeptisch, dass man da irgendwie rauf muss. Ich sehe, glaube ich, den Wald vor lauter Bäumen nicht. What the fuck? Wo geht's hier weiter? Hier gab es ja diese komischen Seelen noch. Es ist doch eine Sackgasse. Ich checke den Weg nicht, wo ich hin muss. Wie kann ich drauf? Wie komme ich da oben zur Dings hin? Komme ich da von hier aus irgendwie hin? Ne, das sind irgendwie unsichtbare Mauern. Da kommt man nicht drauf. Da auch. Da oben ist irgendwie ein Tempel. Ich muss doch da oben irgendwie hinkommen. Das kann doch nicht wahr sein. Und das muss doch von hier aus gehen. Ansonsten... Warum sollte sonst dieser Gegner hier platziert sein? In dieser Sackgasse. Ich bin zu blöd dazu gerade. Ich bin dazu zu blöd gerade. Von wegen, das Spiel ist linear. Oder, ja, es ist linear, aber Svenny ist zu blöd, den Weg zu finden. Von hier bin ich ja gekommen. Das macht doch alles keinen Sinn.
Vielleicht doch. Hier war ich anscheinend noch nicht. Ah, cool, ein Boss! Hi! Ich war das nur, um Zeug zu holen. Und okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass da noch was kommt. Oh ja, der schwere Angriff tut mir weh. Wenn ich aufgeladen bin. Ja, ja, lass dich mal jetzt austoben wieder. Ja, kommt noch einer, ne? Ja, 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 ja. So, kann ich das ausnutzen? Okay, der schwere Angriff, der braucht ein bisschen Zeit, aber der tut halt weh. Ey, der kann blocken! Was? Er ist eingefroren, ja. Oh, hi! Mein kleiner Freund! It's been a while, but the immobilized spell still works like a charm. Since you hail from Mount Huaguo, it won't hurt to teach you a handy trick. Now, here we go. Give me your hand. Lähmen! Eine einfache Bewegung der Hand kann den Gegner an Ort und Stelle festnageln. There you go. Should you come across any miscreants, just point your finger at them and release this spell. You'll be able to hold them in place while giving yourself a breather. Sadly, mine is but a humble trick. Its power will wear off within a few short moments. Though it's good enough against boneheads like this one. Anyway, just consider it an ace up your sleeve. The young ones these days know no manners. Fear not. Teach them a lesson with your new spell. Nimmt bestimmt die blaue Anzeige ab? Yep, das ist eine Art Mana-Anzeige. Bam! Ah, ne. Ja, okay, und es gibt Abklingzeiten, damit du es nicht die ganze Zeit spammen kannst. So. So, mein kleiner Freund ist weg. Okay, Leute. Wir sind dann in der Folge. Ich hoffe, euch gefällt es. Wenn ja, könnt ihr mir das gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr den auch gerne abonnieren, wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt. Und wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao!